Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr seht schon vor uns einige ATVs. Wir sind heute in Thüringen geladen zu einem 1. Mai, zu einer 1. Mai-Tour. Ja. Und ich denke mal, es wird eine aufregende Tour mit vielen verschiedenen Situationen, die uns gerade erklärt waren von dem Führer. Ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Wo und wie und was. Also, lasst euch das Video nicht entgehen, bleibt dabei, schaut es euch an. Vor uns Krembler S. Man sieht schon extreme Spurweite. Also wir haben hier alles vertreten. Scrambler, CF, Can-Am, TGB und hinter uns sogar hier eine CF-Moto Z-Force, niegelnagelneu. Chris mit seiner Frau am Start. Aber dazu später mehr. Ganz offiziell fahren wir rein. Stückchen für Stückchen, da unten dahinter soll es steil leicht schräg abgehen. Also immer warten, bis der oben weg ist. Und dann der nächste. Ne? Safety first. Ja, er fährt ein bisschen rechts rüber. Wo geht's denn da? Ach so, alle steil. Ja, ja, ich sehe schon. Alles gut. Schönes Gelände hier. Junge, dann machst du das ja wie so ein alter Hund. Aber ich hab's mitgekriegt, gell? Bin aufgesetzt. Ja, das passiert halt, ne? Frau Größe rein. Schmal aus. Meinst du? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hä?
Guck mal lieber noch die Reifen, Spiegel sind nicht wichtig. Wie sieht's denn aus? Ich hab von beiden gesagt, da passen wir nicht durch. Ah. Muschi Haaresbreite. Ah, da muss ja Phil, wa? Oh, Phil, oh. Da muss er werden, mal da links rüber, oder was? Ja, ein schöner Busch, aber sind gleich oben links. So, jetzt sind wir bei den Quad-Freunden Inselsberg auf ihrem Gelände hier angekommen. Ja, hier gibt es was zu essen und dann können wir hier auch mal fahren. Wir fahren jetzt erstmal die Strecke ab. Erstmal anschauen, wie diese aufgebaut ist, die Strecke. Einbahnstraßenverkehr ist hier. Ja. Ich bin gespannt. Ich hab noch welche. Ich hab immer mehr Reihenschuhe dabei. Deswegen hätte ich jetzt welche gegeben, wenn ich nicht habe. Du willst ganz zweite Reihenschuhe anziehen, gell? Ey, vorne hast du das mal über dich die Griffheizung anzumachen. Och nee. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, nee. Aber ich habe hier bei der einen Tour oder seit Jahren hier zum Zuber da, weil doch der eine sein Unterhausch ist. Das ist doch bei mir. Hätte ich eigentlich nur mein Fresse eigentlich. Dann musst du anhalten. Ja gut, das ist ein Mädel. Das ist normal. Aber trotzdem, beim Fahren bist du immer wieder froh, dass du das Info da doch nicht rausgemacht hast. So, Freunde,
jetzt mal eine kleine Runde mit, kannst du ruhig machen, mit Chris in seiner CF Moto Z-Force 1000. Nagelneu, 400 Kilometer gelaufen. Ich bin gespannt. Wir fahren mal eine kleine Runde. So. Hast du bitte, passt da nicht in Einschubfach rein? Nee, da habe ich anderes Zeug drin. Also. Okay. Oh, sag mal. Ist denn die so gerade, die Rückenlehne? Ja. So gerade, ja. Okay. Geht das auch noch schon. Oh. Ganz anderes Gefühl, ne? Ja. Hinten im Rücken. Schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Also, tipptopp. Ja, ja, kannst du wieder hin. Oh, danke, Chris. Lutz. Das hat mich gefreut. Schönen Dank, mich ebenso. Ja, war schön bei euch. Sehen, ob wir uns wiedersehen. Ja, genau. Ja, genau, kommt mal hin da. Ja. Echt, ja? Okay, na dann sehen wir uns bestimmt. Lutz. Weg bist von dir hoch. Jo. Schönen Dank für alles. Alles gut. Tschüss. Oh, die Bahn hat gut los, Christiane.
Kannst du nicht sagen. Also für 80 PSO. Ciao.